Hallo, Braket hier. Willkommen zurück. Wir stehen vor dem Eingang des Klosters der Society of Leopold. Und ich habe alles, was draußen rumlief, schon umgebracht. Die meisten davon mit meiner Susi. Mit meiner Magnum. Ja, und jetzt habe ich einen Katana in der Hand, weil ich keine Munition mehr für die Magnum habe. Und hier ist alles... alles total im Arsch. Nee. Nee, nicht schon wieder sowas. Oh, hallo. Bleibt so. Hier ist ein Computer. Da schauen wir doch mal. Power. Power ist immer gut. Wir hacken den Computer, während du betest. EQ... Schwierigkeit 5 nur? Okay. Das müsste ich ja eigentlich hinbekommen, oder? DZ. Oh, ich bin eins zu tief. Mal gucken. Was kann man denn da tun? Hacking 4. Computer oder Wits. Wits ist auch für Verteidigung gut. Kosten 8, Kosten 6. Ja. Ich hätte lieber einen Punkt in Wits getan. Naja, egal. Gucken wir uns mal das Passwort an. S-O-N. So wie... Nee, S-O-C. Okay, S-O-C. Keine Ahnung, was das bedeutet. Off. Mount Power Off. Okay. Gut genug. Gib mir das Katana. Ich mache jetzt einen Stealth-Kill, hoffentlich. Hallo. Ich wollte eigentlich einen Stealth-Kill machen, aber du hast es mir leider schwer gemacht. Oh. Ich sollte vielleicht doch mal aufstehen. Da ist irgendetwas explodiert und... euch mag ich gar nicht. Na komm. Stell dich nicht so an. Vielleicht soll ich doch eine Waffe rausholen. Denn die machen doch relativ viel Schaden an mir. Hey, hallo, Uzi. Vielleicht sollte ich auch einfach mal einen essen von denen. Das wäre vielleicht die bessere Variante. Ihr habt euch zurückgezogen. Okay, ist fair. Das nehmen wir mit. Ein Tagebuch. Okay, Blutbuff, Blutbuff, Blutbuff. Immer an den Blutbuff denken. Blutbuff machen. Oh, Frenzy. Das heißt, jetzt esse ich doch mal das da. Das hilft vielleicht. Und ansonsten bin ich total im Blutentzugswahn. Oh, 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 oh. Na komm, friss ihn, friss ihn, friss ihn, friss ihn, friss ihn, friss ihn. Friss ihn! Dann friss halt den hier! Ja! Steve Austin, du bist so tot. Ich bräuchte mal mehr Menschlichkeit. Dann hätte ich dieses Frenzy-Problem nicht, aber ich finde es eigentlich, das macht es noch besser. Meine Güte, in dir war ja gar nichts drin. Was haben die nur gefüttert in der Kirchenschule hier? Manche dieser Dinger sind auch noch an. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich den auch noch hacken sollen. Hm, hacken wir den auch noch mal. Power. SOC, wissen wir ja jetzt. Und dann off. Okay, das ist abgeschlossen. Mal gucken, wie gut abgeschlossen. Ich bin ja ein Meister. Lockpicker. Sofern ich das Blut dafür habe. Hey, geh auf. Wow. Ist das hier der Weg zum Reinschleichen? Oh, hallo. Ihr nervt mich, ihr nervt mich, ihr nervt mich. Ich muss Celerity anwerfen. Und dann den armen Letzten fressen. Na komm her, ja. Okay, da unten ist schon mal, da leuchtet das Fass. Da muss ich wohl weiter. Aber erst will ich alles im Haus erkundet haben, bevor ich da weitergehe. Das gibt mir auch nochmal eine Gelegenheit, meine Lebenspunkte zu regenerieren. Ja, da geht's irgendwo runter. Das ist schon mal okay. Das ist gut. Gut, das gefunden zu haben. Aber erstmal will ich wieder nach oben. Okay, das ist der Weg nach oben. Das ist nur noch meine Waffe, die ich nehme. Klar, warum nicht? Ich sehe mich zwar keine Schrotflinten mehr benutzen, aber... was soll's?
Ah, was ist das? Auch eine Waffe. Eine Uzi, oder? Dann gehen wir erst nochmal oben ins oberste Geschoss. Vielleicht finde ich da ja nochmal weitere Steyr-Aug-Munition. Ach du Scheiße. Wie wär's mit dem Raketenwerfer? Ihr könnt doch nicht von mir erwarten, dass ich da reingehe. Was für ein Vampir haltet ihr mich? So, Nee, ernsthaft. Was für ein Vampir denkt ihr, dass ich bin? Ein Vollidiot-Vampir? Also ich brauche Blutbuff und ich brauche Celerity für diesen Raum. Und vielleicht sollte ich nochmal speichern. Ich glaube, das geht auf dem Knopf, den ich gerade gedrückt habe. Wenn nicht, dann war das gerade ein gigantischer Fail. Celerity, Blutbuff. Oh, rein hier. Hallo. Und das war's für die erste Runde. Ein Flug durch 500 Schüsse sozusagen. Ja, ist nur kein Luftkampf hier. Okay. Ha, ihr seid ja alle Mädchen. Tze. Der Beckett mit seinem Pessimismus. Von wegen, das sind keine normalen Menschen. Oh, das sind Hunter. Ja, von wegen, ihr seid alle Pussys. Das hätte ich mit einer Handgranate nicht schneller machen können. Okay, hier geht durchs Fenster geht's vielleicht... raus. Ich will raus, ich will aufs Dach. Also Blut hab ich auf jeden Fall keins mehr. Ich hätte vielleicht einen übrig lassen sollen. Ah. Etwas über den Sarkophag. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Einen Schlüssel. Das wird doch nicht der Schlüssel sein für die Tür, die ich schon aufgemacht habe. Was war dieses Buch? Die Vampir-Apokryphia. Naja, nehmen wir es mal mit. Vielleicht hilft's ja. Lesen werde ich es jetzt nicht. Vor allem ist es ja intelligent geschrieben. Wer weiß, ob ich das überhaupt verstehe. So, mal schauen. Ist hier noch irgendwo einer, der sich vielleicht im irgendwo versteckt vor mir? Ich hätte dann doch ganz gerne... Oh, hallo. Ich hätte dann doch ganz gerne... Blut. Ja, sonst wird der nächste Kampf direkt damit losgehen, dass ich Frenzy habe. Oh, meine Güte. Lasst mich raus hier. Ich komme nicht mehr hier raus. Ich komme jetzt echt nicht mehr hier raus. Hey. Hallo. Ist ein Witz, oder? Ich kann nicht mehr hüpfen. Ich kann mich nicht mehr ducken. Okay. Okay, ich bin auf dem Weg nach draußen. Sehr schön. Kurz Angst gehabt. Okay, mein Inventar ist voll. Das heißt, wir werfen jetzt die Uzi raus oder so. Ja, entweder die Uzi oder die Magnum. Aber... Oder hier. Die Brock. Die Glock. Nicht Use, nein, Drop. Genau, die Glock kann weg. Nochmal. Nächster Versuch. Oh, sie ist weg. Das heißt, die Jamie Sue ist jetzt mein. Ein Jagdgewehr. Haha. Wunderbar, wunderschön. Will ich da drüber hüpfen? Das wird nur der andere Eingang sein. Nee, das wird nur der andere Eingang sein. Das heißt, jetzt habe ich hier Jamie Sue und keine Munition dafür. Nochmal oben gucken. Einmal ganz kurz nochmal oben gucken, ob da vielleicht irgendwo Munition für die Jamie Sue ist. Ja, da hinten, das sieht so aus, oder? Hallo! Die Kunst des schnellen Ziehens von Ned Nederlander. Auch noch vergessen da oben. Das ist das Buch, was hier Firearms von 4 auf 5 bringt. Es braucht allerdings Research 10. Das heißt, das werde ich nicht identifizieren können als Buch. So, wo war der Keller? Ich bin verwirrt. Wo war der Keller hinter dieser Tür, genau? Die ist automatisch von alleine wieder zugegangen ist, um mich zu verwirren. Böse. Dann gucken wir mal, was uns hier im Keller erwartet. Hallo. Oh. Ist hier etwa noch ein Wachmann? Komm, bitte lass hier noch ein Wachmann sein. Ich brauch doch was zu essen. Oder vielleicht ein Waisenhaus, ein Untergrund-Waisenhaus. Voller, leckerer, AB-positiv Kinder.
Oder Blutgruppe 0. Mir schmeckt wahrscheinlich Blutgruppe 0 besser. Haha. Oh, da unten. Da unten ist wieder ein Steve Austin-Klon. Dann wollen wir doch mal. Tö, Leitern. Ich wünschte, ich könnte als Vampir so Distanzen auch hochspringen. Das wäre richtig cool. Schauen wir mal, was dir an Schaden macht. Duck mich nochmal und dann schieße ich dir in den Kopf. 240! Ach du Heilige! Ha! Die behalte ich auf jeden Fall. Damit hätte ich ja den ganzen Kampf draußen einfacher machen können, wenn ich so eine gehabt hätte. Du bist der Einzige, oder? Du da mit der Aug. Ich hoffe doch mal. Weißt du nicht, wo ich hier runterkomme? Oh, du weißt nicht, wo ich hier runterkomme. Haha. Hallo. Ach komm. Das war doch einfach nur unnötig, oder? Dass du dich da nur umgedreht hast. Aber das bringt mir Blut. Gutes Blut. Wow, und die Jamie Sue. 240 Schaden. Hallo. Dann lasse ich die Kisten mal in Ruhe. Ah, 4 Schuss kann die also fassen. Und jetzt habe ich auch 4 Schuss. Und hier sind weitere Munitionskisten. Oder, ja, doch. Für die Shotgun. Okay, okay. Ich weiß zwar nicht, wofür ich Schrotflintenmunition brauchen sollte. Anscheinend will das Spiel, dass ich Schrotflinten benutze jetzt ab sofort wieder mehr. Mal gucken, ob ich das machen kann. Interessanter Tunnel auf jeden Fall. Und hier haltet ihr den Dr. Johann... Ne, Ingvar Johansson haltet ihr hier gefangen. Gehe ich hier rein oder gehe ich erstmal hier rein? Ich gehe erstmal hier rein. Erstmal links halten. Gucken, was hier ist. Oh, hallo. Gib mir mal meine Uzi und dann schieße ich das da mal kaputt. Haha! Nehmt das, böse Menschen. Okay, du bist noch am Leben. Und der andere? Auch. Ihr habt Uzis, ihr könnt alle nichts. So, und dich esse ich. Komm her. Ja, wie in Essig und Öl. Dich esse ich. Komm her. Komm her. Sei nicht schüchtern. Ich will doch nur, was das Beste ist für dich. Ja. Und das ist von mir gegessen zu werden. Sonst müsste ich ja schießen. Und das wäre ja schlimm. Hier. Oh, hallo. Da haben wir doch jemanden. Da ist doch wer. Den kenne ich doch. Den habe ich doch schon mal gesehen. Hier scheint nichts zu sein. Und ins Wasser gehe ich nicht. Wasser ist dreckig. Und ich schwimme nur im Blut. Ja, ich bade im Blut. Ich schwimme im Blut. Ich habe was gegen Wasser. Hi, Ash. Willst du nicht mit mir reden? Die haben dich tätowiert? Lass uns reden. Oh, die haben dich anscheinend ziemlich hart gefoltert. Wow. Oh. Nächsten Folge kümmern wir uns um Ash.